Infektionsrate. Das heißt, die kriegen nur alle 6 bis 8 Jahre ein Kind. Die werden vorher gar nicht wieder empfängnisbereit. Unsere erwachsenen Frauen haben alle ein Kind von 4,5 bis 5 Jahren. Die haben zurzeit gar kein Kindlos. Da müsste Touren sich noch ein Jahr ungefähr gedulden, bis sie wieder empfängnisbereit werden. Die einzige, die in Frage käme, ist Sly, die auf der rechten Seite bei Bella sitzt. Da könnte das irgendwann losgehen. Ich möchte noch einmal was zur Bedrohung am Ende sagen, was mir sehr wichtig ist. Und zwar, wir haben nicht umsonst unsere kleine Marie, die hier gerade am Seil hängt, hier vorne neben Kechutan. Die hat einen zweiten Namen, die heißt auch Harapan. Und Harapan heißt übersetzt auf Malaiisch die Hoffnung. Hoffnung für die Orangs, so alt zu werden, Kinder zu bekommen, ist wunderbar. Wir Menschen haben damit leider weniger Probleme, weil von uns gibt es bald 7 Milliarden auf der Welt. Und vom Sumatra-Orang-Utan noch ungefähr 7000. Das meine ich mit Interaktion, ein bisschen zwischen Otter und Orang. Bisschen Otterangeln. Wenn wir Menschen so weitermachen mit Brandrodung, mit Monokulturen, die Palmölindustrie, ganz groß in Indonesien, Malaysia, haben wir es in 6 bis 8 Jahren geschafft, diese besonderen Tiere auszurotten. Die werden auch als Haustiere gehalten, die werden gegessen. Und wie gesagt, nur alle 6 bis 8 Jahre im Kind. In circa 8 Jahren haben wir es geschafft, leider geschafft, diese Menschenaffen auszurotten. Ob man die wieder auswildern kann? Ja, könnte man, aber das Problem auf Sumatra und Borneo, da gibt es Auswilderungsstationen, die haben bis zu 1000 Tiere in der Station. Und das Problem zurzeit ist nicht unbedingt die Population, sondern der Urwald. Der ist einfach leider in ein paar Jahren weg. Für unser Bio-Benzin, für unseren Biostrom, hier heißt es Bio, dort unten heißt es Tod. So, ich habe da oben noch zwei Eimer stehen mit bisschen Gemüse. Bisschen